Ja Leute, willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Immer noch in den Ruinen des Tempels von Kil Kreat. Immer noch mit der Quest beschäftigt, die Meridia uns gestellt hat. Nämlich den Lichtstrahl durch ihren Tempel zu leiten und den Totenbeschwörer, der ihren Tempel, ja, besetzt hat, nenne ich es mal, zu besiegen. Und genau damit machen wir jetzt einfach mal ganz dreist weiter. Hallo! Na, hör doch auf, auszuweichen. Labberdibups, ein Bogenschütze. Heilung? Magika? Hab ich nur noch 100er? Presse ich mir halt zwei davon rein. Weil ich finde es hier gerade super günstig, die Zerstörungsmagie zu trainieren. Wenn ich das jetzt hier nicht machen würde, wäre ich, glaube ich, ziemlich dumm. Und es bietet sich halt hier gerade übelst gut an. Und da kann man ruhig schon mal Magikatränke nehmen, auch wenn es 100er sind. Wir haben ja auch noch... Dich lege ich mal auf die Favos. Machen wir die 150er auch mal auf die Favos überall. So. Und dann passt das. Dann sind zwar die Favos noch voller, als sie eh schon sind. Und naja. Alles halb so wild. So, du hast bestimmt wieder ein bisschen Gold dabei. Genau. Du auch. Also, verweste Leichen sollte man immer plündern. Die geben richtig gutes Gold. Du bist leer. Du bist leer. Sonst ist hier nichts. Hui, du bist auch schon leer. Du aber noch nicht. Vielleicht sollte ich dich dann auch plündern. So. Leer, nicht leer. 4 Gold. So, und jetzt gibt's nur... Ah, es gibt 2 Wege nach oben. Nehmen erstmal den. Hallo, jemand at home? Hier ist ja mal gar nichts los. Was hat es denn eigentlich mit diesen kleinen Feuerchen auf sich? Das sieht mir so aus. Ach so. What the hell war das? Das sieht mir so aus, dass diese Stäbe hier noch irgendwie runtergefahren werden können oder so. Ist aber auch gerade egal, weil hier können wir nichts machen. Sind wir nur hier hochgegangen, um den Trank zu nehmen und irgendeine Falle auszulösen? Fragezeichen. Wir gehen mal hier hoch. Weil, einziger noch verbleibender Weg. Vorher plündern wir aber dich und sacken 75 Gold ein. Hier ist auch so ein Feuer, aber ohne Stäbe davor. Wie mysteriös es ist. Irgendwas ist passiert, als ich den Trank da weggenommen habe. Aber was? Hier unten sieht auch alles wie vorher aus. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Hallo, hallo. Der Dungeon ist auch ziemlich groß, ziemlich lang. Zwar nicht irgendwie verworren oder so. Man kommt ganz gut durch. Aber doch, nicht gerade kurz. Finde ich gut. So wie ich die ganze Quest eigentlich gut finde, habe ich ja beim letzten Mal schon erwähnt. Dass mir das Quest-Design hier ziemlich, ziemlich geil gefällt. Hallo, 40 Gold, danke dafür. Sockel aktivieren und ab die Post. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt ist die Tür da unten aufgegangen, oder?
Fragezeichen. Ein Quicksave. Hui, ja genau, die Tür ist aufgegangen. Oh, wir sind geblitzdingst. Weil wir durch den Strahl gehüpft sind. Genau hier ist aufgegangen. Das finde ich doch ganz prima, finde ich das doch. Sehr schön, dann ab in den Keller, in die Katakomben. Und da wird uns jetzt bestimmt der Totenbeschwörer erwarten, dessen Namen ich mir leider nicht gemerkt habe, deswegen nenne ich ihn nur den Totenbeschwörer. Automatisches Speichern, das heißt, wir können uns F5 sparen. Juhu! Irgendjemand zu Hause? Hallo? Hier ist niemand? Das kann nicht sein. Wie ist der Leiche? Na, einige scheinen ja hier schon so ein bisschen weitergekommen zu sein. Hoffen wir mal, dass wir nicht auch so scheitern wie diese Herren oder dieser Herr, der da an der Treppe lehnt, so ganz ultralässig. Heilung, Gesundheit voll. Meine Herren, was wir hier mörderisch gute Tränke bekommen. Hat sich seit dem Patch irgendwas geändert, dass bessere Drops kommen oder so? Ich find's die ganze Zeit schon, seit ich wieder angefangen habe aufzunehmen. Also die letzten 3, 4 Folgen finde ich schon extrem, was hier für gute Dinge liegen. Vielleicht liegt es auch am Dungeon an sich, kann ja auch sein. Will ich ja gar nicht abstreiten. Und die nächste Tür öffnet sich. Und hier waren keine Gegner, das macht mich doch arg stutzig. Arg stutzig macht es mich, weswegen ich F5 bediene. Oh, wie tief wir jetzt schon im Berg sind. Es geht immer tiefer hinab. Ja, und das sieht jetzt... Ja, da ist er doch. Na du Arsch! So, okay. Zerstörung verbessert auf 59. Jetzt greife ich aber wieder zu den Äxten. Denn jetzt muss es hier ein bisschen rucken. Wow, 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 wow. Eiszauber, wow, wow, wow. Alter Schwede. Ich habe gerade nicht auf die Gesundheit geguckt, aber hat der uns mit einem... Hat der? Hat er nicht. Hat er doch? Ach du Scheiße. Okay, das wird wieder lustig. Ich sehe schon wieder die Benny Hill Musik. Ich höre die Benny Hill Musik vor meinem inneren Ohr. Unschön. Idee. Trank der Unsichtbarkeit. Waffen auf die Hand. Yes, perfekt. Wow, 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 wow. Hauptsache, der alte Magier ist hinüber. So, dann hauen wir uns gleich eine Ausdauertränke in den Hals. Dass wir hier weiter mit mächtigen Angriffen hantieren können. Alter Schwede. Es ist vollbracht. Puh. Der Schänder ist besiegt. Nehmt Dämmerbrecher von seinem Sockel. Holla die Waldfee, bevor wir Dämmerbrecher von seinem Sockel nehmen, gucken wir uns hier erstmal ganz gepflegt um. Was war denn das? Der Geist, der Schatten von Malkoran. Wow. Der hat uns ganz schön mit Blitzzaubern zugedeckt. Steigerung, Magika, Totenbeschwörung, Vulkanglasdolch, den nehmen wir noch mit.
Ach komm, die Robe auch. Was soll's denn? Die wiegt nur eins. Hat ein ganz gutes Wertgewichtverhältnis. Und jetzt? Ich würde sagen, wir fangen ganz vorne im Raum an. Und tippen hier schon mal gleich einen 150er Magikatrank. Na, das nenne ich doch mal nett. So. So. 125 Gold. Ziemlich nice. Und hier sind anscheinend schon viele, viele, viele gescheitert. Wir ja auch einmal. Zum Glück nur einmal. Der Rest lief ganz gut. Da ist doch irgendwas drin. Ein Furchtgift. Okay. Ja, Trank der Unsichtbarkeit. Eingesetzt, reingestürmt. Lief gut. Ich weiß nicht, ob der Trank der Unsichtbarkeit jetzt was gebracht hat. Oder weil angegriffen haben sie uns ja sowieso. Wahrscheinlich aus dem Grund, dass sie uns eben noch gehört haben. Wenn ich unsichtbar gewesen wäre und geschlichen wäre, dann wäre das wahrscheinlich noch ein bisschen besser gegangen. Aber so hat uns das wahrscheinlich auch die Zeit verschafft, um nah genug an Malkoran ranzukommen und ihn einfach aus den Latschen zu hauen. So, waren wir hier drüben schon überall? Ja, anscheinend schon. Dann bleiben jetzt nur noch die verwesten Leichen hier. La 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 la. Wir plündern Leichen und haben Spaß dabei. La 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 la. Ja, wie viel Gold sie einfach nur dabei haben. Einfach nur gut. Einfach nur saugut. Wenn wir das nicht plündern würden und einsacken würden, na, das wäre ja ordentlich doof. Das wäre ordentlich dumm. Na? Perfekt. Da hinten. Achso, wir müssen ja auch noch hier erstmal Malkoran noch plündern. Ne, den haben wir schon geplündert. Aber die ganzen Haufen hier, die haben eh wieder nichts dabei, machen wir uns nichts vor. Bringe Dämmerbrecher in deinen Besitz. Auftrag erfüllt, würde ich sagen. Und mit Spannung erwarte ich, was nach diesem Ladescreen passieren wird und was Miridia uns zu erzählen hat. Sie wird bestimmt artig Dankeschön sagen und wahrscheinlich sagen können, ach komm, den Dämmerbrecher kannst du behalten, du hast so Donner drauf, du bist einfach so eine coole Sau. Malkoran ist vernichtet. Die Toten von Himmelsrand werden weiterhin in Frieden ruhen. Alles ist, wie es sein soll. Dank euch. Ein neuer Tag bricht an. Und ihr sollt ihn verkünden. Nehmt den mächtigen Dämmerbrecher und vernichtet damit die Verderbnis in den dunklen Winkeln der Welt. Führt ihn in meinem Namen. Auf das mein Einfluss wachse. Ich behalte das Schwert, aber ihr sollt jemand anderen suchen, der eure Religion verbreitet. Das nehmen wir mal. Es spielt keine Rolle. Die Pflanze weiß nichts von den Strahlen, die ihr die Wärme der Sonne bringen. Wenn ihr den Dämmerbrecher tragt, so wird mein Licht die Welt berühren. Okay, dann halt nicht. Im Morgengrauen abgeschlossen. Ja, okay, aktivieren können wir ihn nicht mehr. Fazit, bis jetzt die beste Quest im Spiel. Kann ich klipp und klar so sagen. Ich fand, es war bis jetzt die beste Quest im Spiel. Es war die interessanteste Quest im Spiel. Ja. Richtig gut. Hat mir voll gut gefallen. Und jetzt, heppala, gucken wir erstmal und ballern uns die Zauber wieder drauf, die wir schon drauf haben. Gucken auf die Karte und sehen, dass wir, ich denke, also bin ich. Nee. Ich denke, dass wir jetzt erstmal uns nach Einsamkeit begeben.
Oh, was es hier noch alles zu erkunden gibt, wenn ich... Boah. Wie wenig wir bis jetzt erst entdeckt haben. Was war denn das noch gleich? Huch. Oh, wie ging noch gleich der markierte Ort weg? Ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Markierung setzen. Ich weiß nicht, irgendwer hat es mir mal geschrieben. Ich weiß nicht mehr, wie die Markierungen weggehen. L Umgebungskarte, J Tagebuch, Wheel ist Zoomen, E ist Standort. Hm. Okay, ich habe keine Ahnung. Schreibt mir mal in die Kommentare. Ich habe es einfach wieder vergessen. Macht man ja so selten. Schreibt mal in die Kommentare, wie die Markierung weggeht. Ich nehme sie dann irgendwann raus. Im Moment brauche ich sie ja nicht wirklich. Was ich aber überlegen wollte, was diese Quest mit Triff Avulstein und so war. Da ging es doch um den... Der Vermisste, ne? Genau. Nachdem ich den Beweis dafür gefunden habe, dass sein Bruder noch am Leben ist, bestand Avulstein Graumähne darauf, Thorald mit Gewalt aus der Festung Nordwach zu befreien. Ich habe zugesagt, mich ihm vor der Festung anzuschließen und ihm beizustehen. Hm, da ging es doch um die, wie der Name schon sagt, um die Graumähnen und um diese andere einflussreiche Familie in Weißlauf, wo mir gerade der Name nicht einfällt. Bin ich ja fast geneigt, so kurz vor Einsamkeit erst nochmal hier hinzugehen und die Quest zu machen. Was wir auch tun werden. Das heißt, wir gehen wieder hier runter. Unsere Markierung ist natürlich noch da. Ja, wir gehen wieder hier runter und müssen dann... Hallo Fuchs! Ja, weiter hier hoch, nicht wahr? So ist es. Und das machen wir jetzt. Wir tigern noch schnell zu der Festung und gucken mal, ob wir den Sohnemann da finden. Vielleicht entdecken wir dabei noch irgendwas. Ganz sicher werden wir noch irgendwas entdecken, sonst wären wir hier nicht bei Skyrim, wenn wir nichts entdecken würden. Da flitzt ein Häschen durch den Schnee. Da oben steht jemand. Einmal bitte F5. Du kommst mir sehr mysteriös vor, guter Mann. Du bist ein Khajiit. Ach, Maik, erzähl mal was. Manche nehmen gerne Freunde auf ihre Abenteuer mit. Maik findet es besser, alleine zu sein. Dann gibt es keinen Streit um den Schatz. Na dann, Maik, da hast du ja auf der einen Seite recht. Ich bin ja auch lieber allein unterwegs, aber aus dem Grund, weil mir Begleiter einfach nur ständig im Weg rumlatschen und einfach nur tierisch auf den Sack gehen. Das ist der Grund, warum ich alleine unterwegs bin. So, und jetzt müssen wir links rum. So ist es. So ist es. Im hohen Norden Himmelsrands schleichen wir durch den tiefen Schnee. Es ist eisig kalt. Steinböcke kreuzen unseren Weg. Bergblumen blühen anscheinend bei jeder Witterung. Und da hinten sehen wir den ersten Turm. Ich habe etwas gehört. Das müsste ja dann diese Festung Schlag mich tot sein. Festung Rakstad. Da ist er unsichtbar. Könntest du mal aufhören? Stimmt, dann lass mich doch einfach in Ruhe. Zerstörung verbessert. Voll gut, was ich drauf habe. Ne, jetzt hau ich dir noch mit den Äxten eine. Ebenerd Kriegsaxt und die Kriegsaxt des Himmelsschmiedenstahls.
Tod, Tod. Sie schreien auch manchmal so herrlich. Ja, ich weiß, kein Seelenstein ist groß genug. Gold, Dietrich. Sonst denke ich nichts. Schuppenstiefel. Nehmen wir mal mit. Können wir verkaufen. Zauber wieder drauf. Ich wollte jetzt eigentlich nur kurz die Festung entdecken. Weil wir sie bis jetzt nur auf der Karte markiert haben, aber noch nicht entdeckt haben. Mach nochmal ganz kurz ein Save. Werde mal gucken, ob mich hier Banditen oder ähnliches erwarten oder ob ich sie zumindest entdecken kann und mich dann gleich wieder quasi zurückziehen kann. Jo, genau so war der Plan. Keiner hat uns bemerkt, wir haben die Festung entdeckt. Jetzt laufen wir noch zur anderen Festung. Ihr denkt dran, mir in die Kommentare zu schreiben, wie ich diese Markierung entferne. Weil mein altes, marodes Hirn es einfach schon wieder vergessen hat. So ist es. Das kennt man ja. So. Oh, es ist noch ein ganz schön weiter Weg. Den wir aber noch in dieser Folge zurücklegen werden. Dann geht sie halt ein bisschen länger. Das macht nichts. Die letzte war ein bisschen kürzer. Eistroll! Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. So, bleib hier, gib mir dein Fett. Gib mir dein Fett. Danke. Mit Bergblumen könnten wir tatsächlich jemanden totschmeißen. Wo lang? Weiter dem Hauptweg folgen? Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, rechts rum. Wenn wir uns jetzt natürlich noch tausendmal verlaufen, dann... Nanu. Da hinten ist ein Käfig. Hier ist eine Blutlache. Ich würde sagen... Nee, also auf großartige Kämpfe habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust. Nur ein Eistroll in Anführungszeichen. Den lassen wir mal auf uns zukommen und den machen wir hier jetzt noch kalt. Komm noch ein Stück näher. So. Okay. Einmal bitte noch plündern. Und hier scheinen wir jetzt irgendwas zu entdecken. Zumindest sieht mir das so aus, als ob... das jetzt ein bisschen zu lang dauern wird. Das heißt, wir setzen unseren Weg leider doch erst in der nächsten Folge fort, meine Freunde. Und dann gucken wir mal, ob wir zusammen mit Avulstein die Festung Nordwacht erobern können. Und dann irgendwann kommen wir auch in Einsamkeit an, ich bin mir sicher. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.